Vor 12 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, das Wahlrecht müsse endlich reformiert werden, um den Bundestag nicht immer weiter aufzublähen. Er müsste endlich wieder auf die Regelgröße von 598 Abgeordneten zurückverkleinert werden. Jetzt hat sich die Ampel darauf geeinigt, den Bundestag auf 630 Abgeordnete zu begrenzen. Also eine Verkleinerung von 598 auf 630. Also so richtig rechnen können sie auch nicht. Aber schon dieser Kompromiss sorgte für nichts anderes als Schaum vorm Mund. Mit weit über 750 Mitgliedern ist der Bundestag heute schon größer als das Europäische Parlament. Weltweit gibt es nur noch ein Parlament, das größer ist als der Bundestag, und das ist gar kein Parlament im westlichen Sinne, das ist die chinesische Volkskammer. Wahrscheinlich muss unser Parlament aber so groß sein, damit die Grünen ihre ganzen Verwandten irgendwo, ich weiß es nicht.